Und willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 2 Diddy's Kong Quest. Letztes Mal sind wir hier stehen, wir haben jetzt hier Glutof und Tierische Show abgeschlossen. Jetzt geht's weiter. Wir müssen erstmal wieder hier mit Funky fliehen. So, halt allzu weit. Wir müssen hier in dieses Kremland rein. Jetzt halt in den Sumpf. Mode Schreckens da, so. So, sind noch drei Level. Globbercross, das ist auch nicht gerade so einfach. Da sind unsere Hauptgegner hier, die Klober. So. Das ist nicht gerade einfach, Schelmer, weil hier kriegen wir alle Formen zu sehen. Von grün zu gelb zu schwarz und zu rot. Hier ist das Globercross übrigens auch das Level, was so schwer ist für die, die auch im Emulator spielen, weil du hier so viele Fässer hast. Da hast du, sobald du das fast einmal drehst, dann also wie das warte fast einmal drehst, richtig dauerhaft. Und ich habe doch halt Glück, das hab ich halt nicht. So. Das macht das auch. Nein, scheiße. Das macht halt auch für die, die im Emulator spielen, auch so schwer. Selber. Die mit dem Lato-Spiel, die haben einfach so Ex-Probleme. Mal schon als Lux-Like-Link und so Shumaru das gespielt haben, haben die auch zig Parts hier mit dem Level gehabt, weil die halt ein Problem hatten mit dem Fässer drehen. Was ich halt nicht habe. Nichtsdestotrotz haben die das noch wunderbar geschafft und das ohne Save Stats, ne? Da muss man schon sagen. Große Leistung, gut ab. So. Ich weiß nicht, ob ich das so hinbekommen hätte. Okay, ich glaube schon, aber Bus habe ich schon verpasst, ja. Oh ne, da ist ein Bus. Haha! Hab ich's doch geschickt gehabt. So. War jetzt einmal alle Gegner fertig, oder? Ja, machen alle Gegner fertig, ich finde die Münze. So verpeilt gerade gewesen. Dann war es nur noch zwei Level. Dann in knapp 4 Minuten. Gut 4 Minuten. Geil. Aber wie gesagt, die mit dem Emulator spielen, die werden in diesem Level extrem schwer haben. Kann ich nur sagen. Wenn ihr so eine Super Nintendo zu Hause habt und das Spiel, aber ihr habt dann holt das Spiel als wie das ihr das am Emulator zockt.
Weil das so sehr wie die zwei, Sushimaru und Lust Like Link, da vergangen haben, würde ich keinem zumuten. Und darum sage ich auch wieder nur vorteilhaft gegenüber der Konsolenversion, Normalversion. Das heißt jetzt nicht, dass die das schlecht war, aber Leute, spielt die Originalspiele. So. Ein bisschen Glück können wir heute schon den Boss besiegen, dann haben wir das Spiel komplett durch. Das wäre noch geil. Autsch. Dieser Penner hat mich reingedonnert. So. Man schafft man diesen Part auch noch alles. Oh. Der war nicht schlau. Der hat Leon das scheiß Leben geschissen. Gut gewesen. Naja. Muss überlegen, ich glaube, hier war das Bonuslevel sogar eine Kanonenkugel, die ich dann in kurzer Zeit mit mir schleppen musste. Aha. Du dreckiger Bastard, ich hasse euch, Glover. Ich weiß nicht, wo ich bin. Verdammt. So. Nein, verfluchte Kacke. Naja, egal, komm, ich werde doch noch Sturz haben, das Spiel. Und wenn es 10 Stunden dauert. So. Meines Erachtens nach die schwierigsten Spiele durch. Also die schwierigsten Level hiervon. Scheiße. Aber was soll's? Wird schon schief gehen. Da ist mein Bonuslevel durch. So. Nein! Ja, ja, ich hab Mitte erreicht, von daher ist mir das jetzt Latte. Latte Macato. Wir gehen wieder hier durch. Glaube ich überhaupt nichts. Vom Schwerpunkt von Bedeutung, glaube ich. Ich glaube, ich springe lieber drüber als wie dazwischen durch. Ist, glaube ich, safer. So. Da ist die Kanonenkugel. Von der ich sprechen vermochte. Nein! Dieser dreckige kleine Bastard, ne? Ah. Na, warte. Hat er da unten auf mich gewartet? Hat er das gesehen? Ich muss einen Moment warten.
So. So. Nicht vergessen, ich brauche Gegner. Aber dort wären noch genug Gegner gewesen. Boah. Scheiße, beinahe wäre die Kugel oben geblieben. Das ist ein großes Level, wunderbar. Dann haben wir das Level auch gleich schon geschafft. Ist der Teil, ich finde die Münze. Wunderbar, ich hab auch den Ton an, ja. So. Eigentlich auch ganz einfach gestrickt, eigentlich. Fertig. Wunderbar. So. Komm, die jetzt nicht letzten Meter noch drauf gehen. Das tut nicht gut. Na, schade, nur eine Münze, egal. Alles wunderbar. Ein Level und dann sind wir beim Endboss, beim allerletzten Boss. Dann sind wir das Spiel durch. Aha! Wunderhübsch. Kehrt zur Krankheit zurück, ja. Jetzt haben wir noch eine Welt vor uns, denn. Auf den Galionsplanken war kein Kluber. Der doch, er ist im Krokodilkessel auf. So. Das ist eigentlich auch. Das erste Level ist auch, da glaube ich, einigermaßen das leichteste. Im Dschungelzauber. Hat es auch in sich, aber. Ist ja trotzdem, nichtsdestotrotz ein schönes Level hier mit den Reifen. Wo man aufpassen muss, die uns auch platt machen können. So. Aber hier muss man auch aufpassen, war Muslim auch ziemlich fies versteckt. So. So. Aber ungefähr bei der Mitte, glaube ich. Hier ist er doch. Da ist es. Da ist es gewesen. Das fiese Ding da. Also der Gegner bezieht sich hier auf die Flatter. So, die vorletzte Kong-Münze, uns fehlt jetzt nur noch eine, und die kriegen wir vom Endboss. So. Komm. Wunderbar. So. Sieht doch cool aus. Wunderbar. Wunderbar. Heilwitzka. Hier bin ich wohl der Stixi habe. Oh, oh, oh. Angetäuscht. Der hat schon mal was geschafft. Ha. Geht noch gut. Und ab zum Endboss. Haben wir es geschafft? Und wer kann das wohl sein? Hä? Wunderbar. Krokodil-Hit. Ist er ja wieder. So, Dixie, komm her, ich brauch dich. Ja, haben wir erstmal. Muss eigentlich nur einmal treffen. Das ist die Sache schon erledigt. Aua. So.
Boah. So. So. Nein! Puh, ich brauch dafür Dixie. Also einfach ist die Kacke nett. So. Komm her, Dixie, ich brauch dich. Muss nur einmal drauf, aber vorher macht er extrem viel Terror. Scheiße! Scheiße. Das ist echt keine Absicht, was ich hier mache, aber... Das ist auch nochmal gut gemacht. Hier muss man wirklich noch einmal treffen mit der Kanonenkugel, aber... Hat er da vorher als Ablage als... Ja, erstmal die Fische hier raus. Dass die Haie so schnell eine von abgelassen haben. Einfach drüber. So. So. Nein, auch mal Mensch, wirst du dämlich dafür. Boah, das ist so Hammer 8. So. Komm, die hier schaffen wir. So. Ah, ja, mal an der Nase gehen. So. Komm. Komm. Nein! Da wäre fast gewesen. Scheiße. Aber wenn ich mich anstelle, kann ich auch mit Diddy schaffen. Also am besten so weit wie möglich mit Dixie und dann mit Diddy den Rest. Das ist noch einfach. Das blöde Penner wird doch immer schneller. Immer dieselbe Scheiße, ne? Wie der Abstand auch immer kleiner, immer geringer wird. Ne? Nein! Da war ich scheiße, da bin ich so früh drüber gesprungen. Ach Mann, ey, Mann. Aber gleich, das ist der letzte Fight, Leute, dann haben wir es echt geschafft. Wie der auch aussieht, ne? Der sein Gesicht ausdrückt erstmal. Was noch? Gebrauchsanweisung steht im Stand drin, hat Krenk die Orte beschrieben. Was noch? Krenk hat immer einen Kommentar zu abgelassen. Von wegen. Ah, scheiße, verliere ich Dixie da. Und wegen dieser Orte gäbe es gar nicht auf der Insel. Er war schon überall gewesen. Boah. Scheiße. So, jetzt bald zurück. So. Jetzt nochmal. So. So, jetzt. Yes! Das war es, Leute. Fliegt erstmal da rein. Ja, wir jonglieren erstmal eine Runde. Wunderbar.
Nicht schlecht, ich muss zugeben. Naja, also gut, ihr wart wirklich klasse. Ihr wart sogar super. Danke, Quanky. Alles vibriert. So, lasst uns mit den Lobeshymnen aufhören und endlich nach Hause gehen. Oder was meint ihr? Ja, meine ich auch. Ich bin auch satt, Quanky. Hehe. Seid ihr wieder hier? Mal sehen, ob ihr euch seit dem letzten Mal verbessert konntet. Wow, ich muss zugeben, das hatte ich euch nicht viel besser gekonnt. Prima, ihr scheint ganz nach mir zu kommen. Spitze. Ja, ist doch schön. Hey. Erstmal die Insel am Arsch. Klar, der macht sich erstmal so einen Staub, der Penner. Oh, die Lache, ne? Die hab ich immer so gekasst als Hass als Kind dann, ne? Früher. Das heißt als Kind, als ich halt erstmal geschaut habe, schon Videos öfters gesehen und so. Oh, ne. Tja, Leute. Das war es mit Donkey Country 2. Dieses Conquest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch nächstes Mal wieder einschaltet. Zu keine Ahnung, was dann jetzt als nächstes kommt. Aber erstmal Kontrolle. 101% nur. Was? Wieso nur 101%? Wo fehlt mir denn was? Galionsblank, hä? Krokodilkäste? Kremkai. Hä? Düster Schlucht. Klingt schon mal gut, reich. Hallo? Gut, hallo? Wieso habe ich nur 102%? 101%? Kein 102%. Hab ich auch was vergessen? Da war ich doch. So. Da habe ich alles. Oh Gott, wo was vergessen? Alles beantwortet. Wo habe ich denn jetzt? Wieso habe ich nur 101%? Kann mal einer sagen jetzt? Da muss ich aber erstmal nachschauen, Leute. Da gehe ich jetzt gerade mal in alle in die Welt rein. Tut mir leid. Alles? Alles. Düse Schlucht. Hä? Muss ich das jetzt noch verstehen? Alles beantwortet. Wieso habe ich nur 101%? Wo habe ich heute etwas vergessen? Ich habe doch alles. Also hätte ich bei Quake nicht auf Platz 1. Ich wäre ich wäre nicht auf Platz 1. Ich habe auch was beantwortet. Ich hätte alle Creme-Münzen, alle Brutzlevel habe ich, sonst wäre ich nicht in die Spezialwelt gekommen. Also muss ich das auch nicht verstehen. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, Leute. Ich habe überall ein Ausrufezeichen. Ich habe alle die K-Münzen. Alles beantwortet. Hä? Ich wäre doch überall auch drin. Also das ist echt zu hoch, Leute. Hier hab ich auch alles beantwortet gehabt. Alles beantwortet. Hä? Galionsblanken? Sieht anders aus.
Ich habe alles beantwortet, trotzdem noch 101%. Verstehe aber jetzt, wer will. Also keine Ahnung, Leute, wenn ihr wisst, wo ich was vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal.